Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Part 6 mit unserem Enshrouded Update Souls of the Frozen Frontiers. Für alle die immer schon einen eigenen Enshrouded Server haben wollten, checkt doch einfach mal G-Portal aus. Hier bekommt ihr dann auch mit einer Bestellung über meinen Link ganze 10% auf Game Server. Also schaut auf jeden Fall unbedingt mal rein. Wir sind im letzten Part ja hier stehen geblieben und wollen jetzt heute hier zu den verschneiten Berggipfeln und ich denke, das können wir jetzt auch ganz easy machen. Wir müssen einfach nur dem Weg hier folgen und sollten dann in 110, 5, 3, 2, 1 Metern da sein. Ich weiß jetzt nicht, ist es die Warte oder ist es nicht die Warte? Ich hoffe, dass wir hier auch mal einen Punkt freigeschaltet haben. Und ja, ich denke, es führt uns tatsächlich direkt zur Warte. Tada! Und so stehen wir vor dem riesen Ding da. Ich würde sagen, wir quatschen natürlich wie immer nicht lange rum, sondern gehen einfach rein und haben die Alberpracht-Gipfelwarte erreicht. Meine Katzen vergnügen sich übrigens gerade mit einem Karton, der hier bei mir im Zimmer steht. Also sorry, falls ihr da irgendwas hören solltet. Und die Warten habe ich tatsächlich vermisst. Eigentlich können wir mal eine andere Waffe anlegen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So, hier rutscht man natürlich. Das ist wahrscheinlich extra so gewollt, um es ein bisschen schwerer zu machen. Wir gucken natürlich alles an und hier haben wir schon einen Knopf. Ich glaube, ich muss den Sound für euch auch mal ein bisschen leiser machen, denn die Tür ist blockiert. Nein, das war nicht das, was ich sagen wollte, denn ich glaube, er ist ein bisschen zu laut. Also, lasst uns mal kurz hier hin und hier weitergehen. Das Ganze ist auch schon wieder so verspult. Kriege ich das auf? Ja, sehr schön. Gut, haben wir das. Ist denn irgendwo... Aha, da oben ist auf jeden Fall noch was, wenn ihr das sehen könnt. Das heißt... Ja, keine Ahnung. Wir müssen uns einfach weiter umschauen. Von hier sind wir gekommen. Genau. Dann düsen wir doch mal hierher zu Knöpfchen Nummer 2. Und damit könnte ja vielleicht jetzt die Tür hier hinten aufgehen. Boah, Leute, das ist zwar echt schwierig, hier zu laufen. Ja, welche Tür war denn das jetzt nochmal? Das war die hier, ne? Aber ich glaube noch nicht, dass sie aufgeht. Nee, schade, schade. Also wieder zurück. Oh nein. Scheiße. Hilfe. Das war knapp. Okay, bei dem waren wir also gerade. Wo müssen wir denn dann hin? Hier kann man sich hochziehen. Das machen wir dann auch gleich mal. Oh, wow. Das ist für echt eine Herausforderung. Also wir können das jetzt natürlich mal machen. Ohne zu cheaten. Und haben hier Knopf Nummer 3. Oh, oh mein Gott. Stopp, stopp. Bleib stehen. Nein. Ach, Mann. So, ich habe aber gesehen, dass hier irgendwo auch noch so ein Ding war, wo man sich hochziehen konnte. Nur wo? Hier. Okay. Und da hinten ist unser letzter. Den drücken wir natürlich. Und jetzt müsste die Tür in der Mitte aufgegangen sein. Oh Gott. Können wir uns da irgendwie rein, Sneaky Peeky? Ja, geht. Okay, ich darf dann nur die allerletzte Tür nicht vergessen, die noch unten ist. Passt. Jetzt sind wir nicht mehr im Eis, sondern in der glühenden Lava. Wir haben hier wieder eine Tür. Aber leider keinen Loot. Das finde ich nicht gut. Ich bin bescheuert. Hier sind nur Knochen. Ja, und sonst so?
hier war jetzt auch nichts Gescheites. Ich hätte gern mal ein bisschen Licht. Die Tür ist blockiert. Okay, ja, geil. Lasst mich mal das kurz wegmachen. So, dann schauen wir noch in die Richtung. Aber natürlich ist auch hier die Tür blockiert. Huh. Jetzt muss ich mich mal umschauen. Also ich glaube, wir müssen uns irgendwie da hochbaggen. Aber wo fängt man an? Ich glaube, ich weiß, wo man anfängt. Und zwar hier mit dem Aufwind. Okay, wir sind zumindest schon mal eine Etage höher. Wir können hier ein bisschen was plündern. Und müssen aber jetzt weiter nach oben. Tja. Okay, okay. Gut, hat auch geklappt. Ha, hier ist nämlich schon ein Knopf. Okay. Dann schweifen wir mal hier rüber. Sieht so einfach aus bei mir gerade, gell? Aber ich bin echt selber verwundert, dass das jetzt so gut hinhaut beim ersten Mal. Das hätte nämlich auch ganz anders ausgehen können. Okay, so. Dann. Oh shit, oh shit. Und runter. So, hier ist jetzt kein Knopf, oder? Geht das auf? Nö. Na gut. Dann. Können wir denn noch hin? Ja, wir müssen halt einfach überall hin. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Okay. Sehr schön. Hier haben wir eine Kiste. Scheiße, ich habe Dietrich hier vergessen. Ist doch nicht dein Ernst. Wie kann man nur so doof sein? Und natürlich kann ich mir keine machen, weil ich keinen Metallschrott habe. Hm. So, jetzt habe ich hier ein Licht kaputt gemacht. Hat mir auch nichts gebracht. Was bringt mir dieses Ding? Stein. Ach scheiße, hier ist echt nichts. Eisenmäßiges. Gut, okay. Dann vielleicht haben wir ja später noch Glück und finden Nägel. Oh mein Gott, wir müssen jetzt erstmal noch hier rü... Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott, okay. Hier rüber wollte ich sagen. Zwei fehlen uns noch. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal rauf. Und dann gehen wir doch mal hierher. Vielleicht habe ich ja hier Eisenglück oder Nägelglück. Nee, Quatsch, nicht Nägel. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, violetter Stoff. Nö, hier habe ich auch kein Glück. Schade. Hier gegenüber. Ah, nein. Mann, das ist doch nicht normal. So, jetzt geht's dahin, Leute. Ich sag's euch. Okay. Ja, ganz dezent reinfliegen. Wunderbar. Haben wir den Knopf? Das war leider wieder nur Stein. Okay, so, wo war denn jetzt der letzte Knopf? I don't know. Da ist er. Ah, warte mal, kann ich da irgendwie jetzt so hin? Ha. Nein, das ist doof. Ah, so geht's. Cool. Gut, dann haben wir alle vier Knöpfe. So. Hier kann man hoch. Aber wo ist denn jetzt die Tür aufgegangen? Das war da unten. Ja gut, dann müssen wir natürlich erstmal noch runter, würde ich sagen. Denn hier verbirgt sich nämlich eine wunderschöne Kiste. Verwachsener Zauberstab. Okay, ich versuche mein Glück nach oben und wir sehen uns gleich. Eine Ewigkeit später. So, ich hab's geschafft und wir gehen rauf. Oh, wir sind schon oben. Das ging schnell.
So, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen. Aber wir kommunizieren jetzt erstmal mit der Flamme. Erlabe dich an diesen gefrorenen Wüsten und erblicke die friedlichen Alabasterkämme, verdunkelt von den Dämpfen und der Asche der Soldaten. Sie haben den Himmel mit archaischen Flügeln in Schatten getaucht und ein böses Auge in ihrer innersten Quelle beschworen. Es liegt an dir, beide auszulöschen. Sei vorbereitet. Um dich herum herrscht eine stille Kälte. Du musst dein inneres Feuer mit warmer Kleidung, Fackeln und Nahrung schützen. Okidoki. Hey, wo geht's denn hier hin? Oh, mir ist kalt. So, dann einmal Taschenheizung, einmal nochmal Mampf und dann haben wir 29 Minuten Frostbeständigkeit. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Wir können auch mal die Fackel nehmen. Gott, was ist denn hier los? Aha, ich verstehe. Hier ist ein Knopf. Und genau gegenüber. Und jetzt ist die Tür aufgegangen. So, und ich bin durch. Donnerkeilaxt. Die sieht geil aus. So, das war's dann aber hier anscheinend auch schon. Das heißt, ich muss mich wohl ganz schnell heilen. So, und wir gehen mal hier wieder raus aus der Kälte. Können uns... Ah, hier ist wieder Kälte. Dann gehen wir wieder dahin. Und haben jetzt hier auch die Warte freigeschaltet. Ich habe jetzt hier noch drei Punkte markiert, die mir aufgefallen sind. Und zwar sind das diese drei hier. Ich würde sagen, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an jetzt und genau, schauen, ob ihr das auch schon entdeckt habt. So, wir müssen hier lang. Und dann ist es eigentlich irgendwo ziemlich in der Nähe, hätte ich gesagt. Das ist genau die Brücke hier, die ich mir markiert hatte. Da können wir ja gleich mal von oben starten. Wow. Du. Und hier hinten war ich auch noch nicht drin. Wow, neuer Ort markiert. Höhle. Ui, guckt mal. Stolze Dolche. Hat sich doch auf jeden Fall schon gelohnt. Was ist hier noch? Nix. War also nur die Kiste, aber das ist auch total fein. Was ich sagen wollte, ich war übrigens, wenn ihr es sehen könnt, ja jetzt hier schon im Miasma, wo ich eigentlich gesagt habe, das hier guckt mir zusammen, aber hier ist nichts Wichtiges. Das einzige Wichtige ist hier noch der Elixierbrunnen, den dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, aber das kommt dann wahrscheinlich im nächsten Part. Wir gucken uns jetzt hier diese Brücke an, ob die irgendwas, ja, zeigt, was wichtig wäre oder nicht. Ich hoffe, es tut nicht weh. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Besonderes ist hier an der Brücke. Ich schätze nämlich fast nicht. Sollte hier was sein, Leute, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bezweifle es und deswegen gucken wir uns dann auch gleich den nächsten Ort an. Den Marker kann ich dafür entfernen. So, was ist denn hier noch? Ach, einfach nur so ein kleines Lager, ne? Ja, okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Am besten ist es, wenn ich mal kurz wieder raufgehe zur Warte. Oder? Ja, jetzt wartet mal, wir schauen mal schnell. Auf eine Stelle muss ich auf jeden Fall zur Warte. Standort unten? Hä? Nee. Das kann nicht sein. Das war doch das hier, was ich gemeint habe. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, mit den Markierungen ist es ja meistens so eine Sache. Die sind dann nicht immer direkt an der Stelle, an der man sie gesetzt hat. Aber ja, ja genau, hier ist dieses Lager eben. Irgendwas greift mich an. Ach, du.
Aua. Oha, ich habe ein Ding im Rücken. Komm her. So. Looten wir die noch? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Die nehmen wir auch mit. Was ist hier oben? Nix. Und da oben? Auch nix. Dann haben wir hier noch so ein Hiopai. Der wieder Granit mit sich führt. Und hier haben wir eine wunderschöne Kiste. Ach, fickt euch doch, wollte ich gerade sagen. So, hier habe ich jetzt genug Metallschrott. Deswegen machen wir uns mal wieder ein paar Dietriche. Die hätte ich aber vorher besser gebrauchen können. Streitkolben der Verleugnung. Ups, ich wollte ihn natürlich mitnehmen. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier liegt schon einer tot. Das war ich aber nicht. Dann, meine Lieben, gehen wir noch mal ganz kurz hoch zur Warte. Ich setze mir die Markierung hier und wir fliegen einfach mal rüber. Guckt mal, von hier oben sieht das richtig geil aus. Mit dem See und dem Miasma. Jetzt darf ich nur gucken, dass ich das nicht verpasse. Ich glaube, so hier lang. War es jetzt oben oder unten? I don't know. Ich glaube, es war genau hier oben. Wir werden es gleich rausfinden. Und hier ist es wieder kalt. Und einmal runter mit uns. Und ich war genau richtig. Hier ist nämlich eine kleine Höhle. Ach, nee, ich war doch nicht richtig. Hä? Standort unten. Sicher? War da unten auch nochmal eine? Wir gucken mal. Ah ja. Genau, das hier müsste sie sein, die Höhle, die ich meine. Ja, genau. Denn auch hier ist eine Kiste drin. Für alle die, die es vielleicht noch nicht wussten. Lebhafter Bogen. Sehr schön. Dann haben wir ja schon wieder ein paar Sachen geschafft. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gab, was ich euch erzählen wollte. Ich lasse mal schnell auf die Karte schauen. Aber eigentlich nicht, nein. Doch, hier ist noch was, was wir nicht entdeckt haben. Da gehen wir aber dann hin, wenn wir mal wieder in der Nähe sind. Und ansonsten müssen wir, wie gesagt, noch die Wurzel hier machen. Und wohin führt uns denn der Weg dann? Hier in diese Richtung. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderschönen Abend. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn euch mein Content gefällt. In dem Sinne, Leute, einen schönen Abend euch und bis bald. Bye.